Countdown. Haben Sie einen Hasen unter Kontrolle? Ich nicht. Lark. Drohne. Live. Warum sage ich so auf? Aktuell. Bauskandal. Final. Nürnberg. Gericht und Zubehör. Auf dem Weg zum Oscar? Mal schauen. Alles Käse? Oder was? Na, vielleicht. Vielleicht hat der ein bisschen Hunger hier, hm? Nee. Der frisst nur Frisches. Und nicht verbrannte Ware. Guten Tag. Signal. Amok-Einsatz. Man könnte auch hier schon sagen, man läuft Amok, weil eben der Hase und der Hund verrückt werden, wenn sie keinen Garten haben in Nürnberg. Seit 15 Jahren plus. Mach das Plus weg, wenn es dir nicht gefällt, sagt man doch immer. Oder doch, wenn es einem gefällt. Bei TikTok. Es gibt manche Unternehmen, ja. Wissen Sie, was die machen? Die reinigen gerade ihre Zähne, ne? Oder auch nicht. Und versenden hier Angebranntes. Oder auch nicht. Es ist ein tolles Massagegerät, ja, nebenbei. Vibriert. Aber nicht alle haben ihre geistigen Zähne geputzt. Ist doch abartig, oder? Was der da zu sagen hat. Ja. Dich schau alles zweifach, dreifach an. Denn wenn man ein Gala-Forum à la galacom.tv aufgebaut hat, ja, aufgebaut hat, übrigens das Foto Jungfernflug 380 Frankfurt, New York, schöne Grüße an Herrn Chefelektriker Keller, ich vergesse Sie niemals, was Sie mir top secret kommuniziert haben. Sehen Sie? Ich stehe für Qualität, Wort und Charakter. Was der eine oder andere Bauunternehmer leider nicht sagt von sich. Und auch das Image nicht. Darum gibt es hoffentlich bald die Baupolizei. Was mache ich? Was mache ich da? Credo Lagerfeld spielen. Warum? Er fotografierte 800 Fotos in Paris. Und 8 sind genommen worden. Da hat man auch nicht gesagt, was will dieser Mensch mit diesem Schmarrn? Er schützt seinen Kopf durch Sekretär der Phonie. Warum macht er das? Sagt man dann auch, der ist nicht ganz dicht? Nö, das sagt man nicht.
und ich filme anders. Hallo Deutschland. Geht's noch? ZDF. Wenn Unternehmen ein komisches Credo vollziehen. Baucrash live. Das Bild ist nicht das vom Hausherrn. Aus Sicherheitsgründen. Aber ich möchte nur, dass seine Kinder leben dürfen. Dürfen sie es nicht? Wenden sie sich an mich. Entweder mache ich ein Videobauskandal Nürnbergland oder 10 oder 100 oder 1000 oder 10.000 oder 100.000 oder 1 Million oder 10 Millionen plus. Es heißt doch immer, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Das gilt auch für was? Worte. Red nicht so viel. Du machst meinen Kopf kaputt. Nehme ich einen Videobohrer, dann bohre ich irgendwann mal durch die Wand. Ob mit Bohrer oder mit Kopf. Hörspiel. Hallo, ja. Was haben Sie denn noch so zu sagen? So vieles. Ohne zu klagen. Denn die nächste Gala kommt bestimmt. Und ich stehe dafür. Wie heißt das nochmal? Herr Bauunternehmer, kennen Sie dieses Wort da? Kennen Sie dieses Wort? Das hier da, das, genau das. Schauen Sie mal, prägen Sie sich das ein. Ich kann es Ihnen nur wärmstens an Herz und Niere empfehlen. Jetzt bin ich gerade kurz gestört worden. Entschuldigung, aber deswegen ist das hier kein Schmarrn, ja? Das ist Platin-Realität, so wie dieser Hase endlich mal sitzen bleibt und zuhört, was hier passiert. Und ich weiß, dass die nächsten Gala-Momente damit verbunden sind. Ach so, ja, genau, Presse. Entschuldigung, habe ich vergessen. Naja. Wenn der andere Hase spricht, ne? Es wird Zeit. Es wird sehr viel Zeit erforderlich sein, dass sie endlich dem Bauherren entgegnen und sagen, tut mir leid, das, was ich da Ihnen angetan habe, ich weiß nicht, ob meine Rücklagen das auffangen können. Denn auch dieser Bauherr möchte mit seinen Kindern, wenn nicht zu Hause Urlaub machen, in der Ferne. Filmbike on Tour. No limits, more human rights, global wide. Aber nicht auf dem Mond, ne? Und auch nicht an der Sonne. Malediven, etc. pp. Er hat das Recht, ja, so wie die Kinder dieser Welt. 60 Jahre Spielwarenmesse, guten Tag. Auf eine frohe Entwicklung, denn sonst können wir unsere Gesellschaft wohin? Hängen? Haben Sie verstanden? Ich möchte nämlich nicht, dass in Kürze, das war jetzt ein Verrutscher, Entschuldigung,
das in Kürze wieder mal. Polizei und Feuerwehr kommen. Guten Tag. Jetzt können Sie sich beurteilen, ob meine Worte Gehalt haben oder nicht. Nur weil ich einen kurzen Schwenk mit der Kamera hatte. Das ist jetzt die Frage, ne? Der Fragen. Oder? Nein, es kommt nämlich nicht drauf an, ob eine Kamera verrutscht, ob der Hase 27,93 Grad falsch schaut oder richtig, sondern es kommt auf den Inhalt drauf an. Sie verstehen? Ich hoffe für Sie. Mr. K.O. Bauunternehmer Nürnberg. Land und Stadt. Und ich versichere Ihnen an alte Stadt, dass ich besser bin als jeder Pitbull, wenn man ihm Unrecht zu Ohr und zu Auge kommen hat lassen. Und ich kenne nicht nur Staatsanwälte und Richter im Tennisclub, sondern auch noch andere Organe. Jetzt können Sie sich fragen, welche. tvgalacom@gmail.com ist meine E-Mail. Ich sag's noch einmal. Ich betoniere es für Ihr Unterbewusstsein. tvgalacom@gmail.com. Gute Besserung.